Herzlich willkommen. Wir zeigen Ihnen detailliert, wie man bei 3T Motors Funkrollladenmotoren mit elektronischen Endschaltern die Endlagen einstellt und was dabei zu beachten ist. Diese Anleitung können Sie für folgende Motortypen verwenden. Wir haben einen Funkrollladenmotor mit elektronischen Endschaltern verbaut und zeigen Ihnen nun, wie Sie mit Hilfe des Funkhandsenders die Endlagen richtig einstellen. Drücken Sie auf der Rückseite des Funkhandsenders einmal die P2 Setup-Taste. Der Motor bestätigt dies mit einem Piepton und Ab- und Auffahren. Dann einmal die Auf-Taste drücken. Der Motor bestätigt dies erneut mit einem Piepton und Ab- und Auffahren. Zuletzt nochmal die P2 Setup-Taste drücken. Der Motor bestätigt die Programmierung mit 3 Pieptönen und Ab- und Auffahren. Wenn der obere Endpunkt eingestellt ist, den Motor nicht nach oben fahren. Erst wenn auch der untere Endpunkt eingestellt ist, hält der Motor am oberen Endpunkt an. Bei der Einstellung des oberen und unteren Endpunktes kann der Motor während der Fahrt in den Tippmodus umgeschaltet werden. Dazu während der Auf- bzw. Abfahrt die Taste P2 Setup drücken. Der Motor bewegt sich dann in kleinen Schritten auf bzw. ab, wodurch die präzise Einstellung der Endlagen erleichtert wird. Drücken Sie einmal die Auf-Taste des Funkhandsenders und fahren Sie den Rollladen an die gewünschte Position. Mit der Stopp-Taste halten Sie den Motor an. Zuletzt nochmals die Stopp-Taste 5 Sekunden gedrückt halten, um die obere Endlage zu speichern. Der Motor bestätigt die Programmierung mit 3 Pieptönen und Ab- und Auffahren. Die obere Endlage sollte so eingestellt werden, dass der Rollladen ca. 3 cm vor dem Rollladenkasten stoppt. Der Grund dafür ist die Ausdehnung des Rollladens wegen des Temperaturunterschieds im Sommer und Winter. Zur Einstellung der unteren Endlage drücken Sie einmal die Abtaste des Funkhandsenders und fahren Sie den Rollladen an die gewünschte Position. Mit der Stopptaste halten Sie den Motor an. Zuletzt nochmal die Stopptaste 5 Sekunden gedrückt halten, um die unteren Endlage zu speichern. Der Motor bestätigt die Programmierung mit 3 Pieptönen und Ab- und Auffahren. Um die Endlagen zu ändern, fahren Sie diese zuerst mit der Auf- oder Abtaste an. Halten Sie daraufhin die Auf- plus Abtaste gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt. Der Motor bestätigt dies mit 3 Pieptönen und Ab- und Auffahren. Jetzt können Sie mit der Ab- und Auf-Taste die neue Endlage anfahren und diese durch Drücken der Stopptaste für 5 Sekunden speichern. Der Motor bestätigt die Programmierung mit 3 Pieptönen und Ab- und Auffahren. Testen Sie noch einmal zur Sicherheit die eingestellten Endlagen, bevor Sie den Rollladenkasten wieder schließen. Schließen Sie nach der Einstellung des Motors als letzten Arbeitsschritt den Rollladenkasten. Die Einstellung der oberen und unteren Endlage ist jetzt fertiggestellt. Falls Ihnen unser Einstellungsvideo gefallen und weitergeholfen hat, dann hinterlassen Sie uns doch einen Daumen nach oben. Schreiben Sie uns einen Kommentar oder teilen Sie unser Video. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.